Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem weiteren Top-Trainer-Box-Elite-Box-Opening von Sonnemond Sturmabfördermann. Das ist die zweite Elite-Trainer-Box, die ich davon öffne. Falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Es sind ein paar Pulse. Leider nicht die besten, aber naja, das versuchen wir diesmal mit dieser Box zu toppen. Ich würde sagen, wir stürzen uns gleich mal an die Box ran, schauen, was wir in den 8 Boostern ziehen. Drückt mir die Daumen und ja. So, das ganze Plastikgedöns kommt erstmal an die Seite und dann schieben wir das hier mal alles raus. So, wie gesagt, hier gibt es ja wieder die ganzen Display, die ganzen Boost-Artworks. Hier haben wir wieder dieses schöne Heftchen. Wie gesagt, in meinem ersten Video habe ich das auch alles erklärt, was hier in der ganzen Box so drin ist. Also schaut es euch einfach an. Ihr könnt ja nichts verlieren. So, hier sind wieder unsere Booster. Hier der ganze Krempel. Hier haben wir die Codecard für das Ganze. Hier die Sleeves. Oh. Hier so ein bisschen schön präpositionieren. Hier die Hüllenabtrenner. Hier die ganzen Energiekarten. Und diesmal sogar ein anderes Motiv vorne. Hier sind unsere Marken und die richtig geilen Würfel. Und dann sortieren wir erstmal wieder hier nach Artwork. Mal schauen, ob wir wieder von jedem zwei haben. Und es sieht aus, genau, wir haben wieder von jedem zwei. Und dann schaut uns gleich mal in die Booster rein. Diesmal ein bisschen schneller als im ersten Video. Hier haben wir vorne mit Rayquaza ein Sonnemond Sturm am Firmament Booster. So, hier die Codekarte. So, im ersten Booster haben wir eine Metallenergie, ein Sonnenfüll, ein Donphan. Auch das ist ein Artwork aus der Neo-Serie. Sehr, sehr schön. Weckt Erinnerungen. Ein Mundtier, ein Flurmel. Ein Schuppet, ein Sneevil, ein Flurmel, ein Hypdropi. Unsere Rares sind die Lebenskräuter, eine Ankommen. Und die erste Rare ist ein Lepumentas. Zweites Booster mit Jirachi vorne drauf. Das ist eine Prism-Karte aus dem Set. So, hier wieder die Code-Karte für das Ganze. Die vier kommen nach vorne. So, im zweiten Booster haben wir so ein bisschen, dass ihr das schön sehen könnt. Eine Psychoenergie, einmal ein Blanners, ein Freundesball, oh, jetzt überspringe ich hier noch ein paar Karten, ein Sommerbonbon, ein Hypdropi, ein Kindwurm, ein Flurmel, ein Geckerbohr, noch ein Geckerbohr, das passiert so oft in den Boostern. Unsere Rare ist ein richtig geiles Fritzelblitz, das ist ein sehr schönes Artwork und die Rare ist eine Banette. So, jetzt kommt hier Logok vorne am Booster als Artwork. So, Codekarte, wir kommen wieder nach vorne, machen den Kartentrick. Erstmal eine Pflanzenenergiekarte, dann ein Zubiris, ein Keklon, ein Notgürtel, den gibt es als Gold Secret Random Set, Mediti, Lampi, ein Schluppuck, ein Voltobai, ein Tuska. Unsere Reverse ist noch eine Trainerkarte, der Energieumschalter. Das ist ein sehr schickes Artwork, das Artwork ist auch aus der, ich glaube, Rubin Saphir-Ära war das. Das ist genau das komplette gleiche Artwork. Und dann haben wir eine Holo-Karte. Kapaloris. Sehr schön. Die wollte ich auch haben in Holo. Gefällt mir echt gut. Wie gesagt, gerade Lotorzel ist eines meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Und deswegen passt das richtig. Aber dennoch hätte ich mich über einen geileren Pöl gefreut. Über irgendwie eine Secret Rare oder eine Rainbow Rare. So, aber nichtsdestotrotz, viertes Booster. Wir haben eine Wasserenergiekarte, ein Sichlor, die Energiewiederverwertung, ein Morabel, ein Lampi, ein Schluppuck, ein Tuska, ein Flemli, ein Schuppet. Dann haben wir hier Latias Prism, das ist unsere Rare im Reverse-Slot. Und die eigentliche Rare ist ein Regirock. Das heißt, wir haben schon mal einen dezenten Pull aus den vier Boostern. Hier einmal jetzt wieder. Das ist also auch die erste Prism-Karte, die ich gezogen habe. Also Prisma-Karte. Das muss man dazu sagen. So, hier wieder die Code-Karte. Die vier kommen nach vorne. Das Holo-Artwork gefällt mir. Bei den Japanischen haben nämlich alle Karten dieses Holo auch am Rand. Und das gefällt mir mega. Also sind die Japaner uns echt was voraus.
Wir haben hier einen Booster, eine Feenenergiekarte, dann ein Metang, ein Aprikoko-Hersteller, den Wanderer, ein Flemli, ein Schuppet, ein Hyptropi, ein Kindwurm, dann noch, wenn es kommen würde, ein Flummel. Unsere Reverse ist der Uncommon Köderball und die Rare ist ein Holo-Hetran. So, drei Booster haben wir noch. Und bis jetzt immer noch keinen dezenten Pull, bis auf das Latias. Also irgendwie, Pack-Luck ist nicht vorhanden. Aber sowas von nicht. Ich könnte mal schreiben, habt ihr schon Booster aus der Serie geöffnet? Habt ihr irgendwas Dezentes gepullt? So, Köderball, das rote Choreogel, ein Schluckweg, Flemli, ein Bummels, ein Schuppet, Kickabo, Tuska, die Reverse ist der Regenbogenpinsel und die Rare ist ein Kravums. Zwei Booster haben wir noch. Erstmal hier das Lorok Booster. So, hier die Codekarte und da hat man es gerade schon glitzern sehen. Aber es wird auch echt nötig. Das wird echt nötig, Leute. Wir haben hier eine Kampfenergie, ich muss erst mal überlegen, ein Noctuska, ein Ultragaria, Mask Royal, ein Flurmel, ein Voltoball, ein Schneckmack, ein Gehweier, ein Sneebel, einmal ein Blanders und die Rare ist Muramura, so heißt das Pokémon, so heißt die Ultrabestie vom Stahl, die Mauer von Donald Trump und ja, immerhin ein Pull von der Elite Trainer Box. Ein Booster haben wir noch. Vielleicht ist hier auch noch was Schönes drin. Ne? Schauen wir mal oder schauen wir mal. So, das kommt an die Seite. Hier die Codekarte. Die vier kommen nach vorne. So, im letzten Booster haben wir eine Finsternisenergie, ein Volbeat, ein Jungblut, Ben und Svenja, ein Pupanze, ein Kindwurm, ein Flemli, ein Liebeskuss, Weberak, Bummels ist unsere Reverse, eine Common und die letzte Karte in diesem Opening ist ein Makago. Oh, leider nicht, aber auch die ist spielbar, die wird nämlich gerade auf Turnieren gespielt. Das heißt, wir haben vier Pulls, davon zwei Holokarten, einmal das Heatran, Kapaloris, dann haben wir noch ein Latias Prism. Und ein Muramura GX gezogen. Es hätte besser sein können, hätte aber auch wieder viel schlechter sein können. Und ja, das war's von diesem Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch auf jeden Fall mal bei meinen anderen Videos vorbei. Sehr unterhaltsam, sehr schön. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ja, bis zu den nächsten Videos. Macht's gut, Leute. Ciao.